Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und ja, das letzte Mal waren wir wieder bei einem Rätsel stecken geblieben, was ich nicht lösen konnte. Hä? Ach so, warte mal. So geht's, oder? Ja. Zack. Nämlich waren wir das letzte Mal bei diesen drei Augen hier stehen geblieben. Und ich habe lange überlegt, ich wollte es unbedingt selber lösen. Und auf einmal bin ich auf die Idee gekommen, diese Box hier runter zu schießen. Die war so in der Luft gehangen, diese Box hier. Und ja, jetzt kann ich die hier rumschieben. Und ich glaube, ich weiß, was ich damit machen muss. Meine Vermutung ist, dass ich die jetzt so hinschieben muss, dass ich alle drei Augen erreiche. Also so ungefähr, oder? Ah, nee, da macht das linke dann nicht mit. Das rechte meine ich. Ja, ja, oh mein Gott. Mashallah. Und jetzt bitte einmal alle im Kreis. Ja. Endlich habe ich dieses Rätsel gelöst. Und ich hatte noch eine andere Idee, da weiß ich aber nicht, ob die richtig ist. Hier kriege ich jetzt wahrscheinlich einen Schlüssel. Ja. Dann weiß ich auch, wo es jetzt als nächstes hingeht. Oh, das habe ich noch... Oh. Das habe ich noch gar nicht gesehen, okay. Naja, auf jeden Fall habe ich diesen Ort hier gemeint. Und da habe ich ja schon versucht, glaube ich, da so gegenzusteuern. Aber ich glaube, ich muss gegen die Stängel. Ja. Perfekt. Ich muss einfach gegen die Stängel gehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Rubine ich tragen kann. Wir konnten uns ja eine größere Tasche kaufen. Wir könnten uns eine größere Tasche kaufen, aber ich habe es nicht gemacht. So. Jetzt mal schauen. Wo führt mich das hier eigentlich hin? Das würde ich gerne mal... Oh. Das würde ich gerne mal wissen. Ah! Okay, das führt in einen Raum, der angeblich direkt zu Zelda führen soll. Oder nee, das hier ist der Bossraum, oder? Ich weiß es nicht. Brauche ich hier nicht irgendwie einen Boss-Key oder so? Also ein Schlüssel? Um zum Boss zu kommen? Was ist das? Hä? Wie mache ich denn alle auf einmal? Ja. Okay. Ich hatte auch vor, mir ein paar Tränke wieder zu holen, weil mir das Fei sehr, sehr oft empfohlen hat und mich sehr oft damit genervt hat. Also bevor wir zum Boss gehen. Aber irgendwie... Nee, ich glaube, das hier ist nochmal ein großer Raum. Und dann geht's dahinter zu Zelda, also sprich zum Boss. Ja. Da hinten ist irgendwas. Ah, das ist der Ort, wo wir gerade vorhin durchgeguckt haben. Wie mache ich das hier? Das funktioniert schon mal nicht. Komm halt zu mir rüber. Ach so. Zack. So spielen wir das Spiel also. Okay. Boah, was ist das hier? Da kann man sich rüberschwingen. Ich mach das schon mal den Weg auf. Wenn ich es denn hinkriegen würde, danke. Okay, das andere muss erstmal so bleiben. Ah, hier! Hier ist der Boss-Schlüssel. Oh lol, jetzt kann ich es doch nochmal versuchen. Ja moin, ich bin einfach dumm wie Scheiße. Und jetzt? Ach so, hier kann man rüber. Und hier ist ein Schalter. Zack. Keine Ahnung, wo mich... Ach so, das ist einfach nur eine Abkürzung, okay. Die Sache ist,
irgendwie muss ich jetzt hier rüberkommen. Ohne dass der mich angreift. Ja gut. Er kommt freiwillig. Wie lange muss ich ihn noch warten? Komm schon. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Hä, warum verletzt ihn das nicht? Ja. Perfekt. Oh mein Gott. Hier braucht man den Schlüssel und hier ist nochmal eine Statue. Perfekt. Hier ist eine Truhe. Okay, ein Zwanni nur. Aber eigentlich dachte ich, dass ich mich jetzt hier irgendwie rüberschwingen muss. Aber, es scheint noch ein bisschen mehr zu sein als das. Okay, ich gehe erstmal hier rüber und schau, was hier ist. Okay. Lol, hä? Warte mal, das soll ich durchschneiden, oder? Ja. Und jetzt? Wohin? Okay, dahin. Wie steuert man das nochmal? Ach ja, so. Hopp. Yippie. Ah, wo geht's hier denn lang? Irgendwie. Aha. Wow, das war auch knapp. Stabil. Hä, warum hat denn das jetzt nicht geklappt? Nochmal. Hä? Was will denn das Spiel von mir? Wie soll ich das machen? Ja! Oh mein Gott! Was für eine Scheiße! So ein Dreck. Okay. Oh, wenigstens haben wir jetzt den großen Schlüssel. Hä? Den goldenen Schlüssel? Er ist seltsam geformt. Ja. Das habe ich bemerkt. Auch kein herkömmlicher Bossschlüssel. Ah ja. So, und bevor wir jetzt zum Boss gehen, würde ich doch ganz gerne mal mir ein paar Tränke holen und zumindest mein Schild reparieren. Hä? Was ist denn jetzt los? Wenn du in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Aha, ich wusste es. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen Veränderungen eingetreten sind. Ich wusste es, dass... Nee, warte mal, das ist ja gar nicht die Truhe, die ich dachte, dass sie ist. Da ist was und da ist was, okay. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Okay, das schauen wir uns auch gleich an. Aber erstmal, will ich mein Schild reparieren. Okay, wer hat es hier nochmal gemacht? Ah, warte mal. Ich hole mir erst einen Herztrank. Her damit. Perfekt. Ich überlege, was macht denn der hier? Das ist ein Rüstungstrank. Er vermindert den Schaden, den du erleidest für eine bestimmte Zeit. Nee. Der ist wirklich ziemlich teuer. Oh, was? An dem Rezept arbeite ich noch. Ach so. Ausdauer. Ah. Okay. Aber die kann sie alle noch nicht. Dann repariere ich erstmal mein Schild. Ach ja. Ich kann ja auch Items verbessern, ne? So, ich bin fertig. Hier. Die gehört dir. Perfekt. Und jetzt will ich schauen. Ich habe ja die Schleuder, könnte ich ja theoretisch verbessern. Und den Käfer. Ach, den Kescher könnte ich verbessern. Den Käfer kann ich ja gar nicht verbessern, aus irgendeinem Grund.
Flächenangriff nur mit einem einzigen Deko-Kern. Streuung, ach so. Ach, da brauche ich noch einen Glibber. Und ich brauche Finsterhalbmond. Okay, habe ich nicht. Was ist mit dem Kescher? Okay, das habe ich alles noch nicht. Ja, gut. Und hier brauche ich Wüstengras. Okay, okay. So, jetzt will ich schauen. Diese Kiste hier hat sich nicht verändert. Oh, was hat der hier für mich? Ah, ihr kommt gerade richtig, Wetter. Ja. Ich habe ein neues Item. Ihr könnt nun eine kleine Dekotasche erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf. Eine kleine Dekotasche? Ach, das hier, ne? Zehn Dekokerne mehr. Warte mal, ich schau noch mal. Ich schau noch mal, ob ich irgendwas bei Terry kaufen kann. Oh, Leute, ich muss mein Schild übrigens wieder ausrüsten. Oh, da ist noch ein Käfer. Den schnapp ich mir. Ja. Eine Himmelsanbeterin. Da ist die Katze übrigens wieder. Oder, nee, der Koala. Ich sag's immer falsch. Noch eine Gottesanbeterin. Lol. Das ist eine Truhe. Und wie kommt man da rein? Und da ist so eine andere Truhe noch. Wie kommt man da rein? Das ist ein Pool. Okay, keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir lassen es mit Terry erstmal. Und wir schauen jetzt bei den Orten vorbei, die wir gesehen haben. Und dann machen wir noch den Boss in dieser Folge. Ich verspreche es euch. Was ist das? Eine Kürbisinsel? Und was hat sich jetzt hier verändert? Da ist irgendwo eine Truhe hier. Aber wo? Falsche Richtung. Hier? Ja. Drinnen wahrscheinlich, oder? Lol, hier ist sogar eine Speicherstatue. Was ist denn hier dann so krasses? Ah, hier ist die Truhe. Eine Abenteurertasche? Ah, lol. Ach so, deswegen habe ich 8 Slots gesehen hier. Ah. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Was genau ist das hier? Da ist ein Herzteil. Oh oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss was Böses machen. Kürbisbar. Okay, nach einer kurzen Unterbrechung bin ich wieder hier. Ja, fragt einfach nicht, okay? Ich will jetzt aber wissen, wie man das schaffen soll. An dieser Stelle bitte ruhig verhalten. Was heißt denn nicht ruhig verhalten? So? Aha. Oh oh. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du runterkommst. Oh. Oh nein, schau nur, was du für ein Chaos veranstaltet hast. Schätze, dafür gibt's einen Satz heiße Ohren. Entschuldigung. Kann ich einfach gehen, oder? Der hat ne... Oh, 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 der hat was zu sagen. Ja? Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Mein handfertiger Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Was, bist du damit einverstanden? Nö. Ich höre wohl schlecht. Du hast Nerven, zerstörst meinen Kronleuchter und glaubst dann auch noch ungeschoren davon zu kommen? Okay, okay, ich mach's. Nun, ich werde mich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Okay.
Ich habe irgendwie das... Oh mein Gott, ich soll's innerhalb von 5 Minuten machen. Ja gut, das werden wir nicht schaffen. Weil... Naja, ich will den Part ja auch irgendwann mal zu Ende kriegen. So, hier müssen wir noch hin. Genau. Oh mein Gott, da ist einfach ein Wirbelsturm. Tschüss. Okay, okay. Ah! Oh mein Gott. Zeig mir, was sich in dir befindet. Ein Herzteil. Okay, ich brauche nur noch ein Herzteil. Terry, alter Freund. Komme ich da jetzt noch rechtzeitig hin? Wo ist denn der? Ach, hier. Komm schon. Renn, renn. Ja. Oh mein Gott. So. Zusatztasche. Nein. Kann ich mir nicht leisten. Nächstes. Was ist das hier? Das gab's vorher nicht, oder? Insektenmedaille. Ah, wo ist ich in... Oh mein Gott, ist es nützlich. Aber wir haben nie im Leben so viel. Das hat 900 gekostet und die hier? 100 Rubine, okay. Nehme ich. Perfekt. Ich mach's trotzdem mit der Kürbissuppe. Ja, nimm sie dir. Einfach lecker. Okay, komische Quest auf jeden Fall. Und jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Moment, ich speichere nochmal kurz. Wir gehen rein. Oh mein Gott. Und jetzt? Schlüssel drehen. Schlüssel verwenden. Ah, okay, ich verstehe. Okay, Moment, das muss so hin. So? Ja! Oh, nein! Oh mein Gott, ich bin so dämlich. Ich hab's aus Versehen zurückgesetzt. Zack! Meine Güte, was für ein komisches Minispielgedöns. Ui. Er! Wer ist er? Sieh an, wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke gerissen. Was für ein Wirbelsturm? Ach so, mit Zelda. Ach so, ich verstehe. Nicht, dass dies irgendetwas ändern würde. Ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch dieses Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und zu meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdiger. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Name des... das Erdland, ja sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Girahim. Für dich freilich, Fürst Girahim. Merk dir meinen Namen, es wird der letzte sein, den du hörst. Doch was ist das? Wagst du, kleiner Wicht, es etwa mich herauszufordern? Das Mädchen, es sollte sich doch längst in meinen Händen befinden. Doch dann musste diese schmähliche Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ob dieser Schmach empfindet? Wut! Fürchterliche, rasende Wut! Mein blaues Blut kocht vor Zorn. Weißt du... nach was es mich in diesem Moment gelüstet,
nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Andererseits gereicht ein Stallbursche wie du einem Fürsten mir nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. What the fuck? Muss ich jetzt ernsthaft gegen ihn kämpfen? Oh mein Gott. Ich raff gar nichts. Oh Leute, das juckt ihn relativ wenig. Ich hab's irgendwie noch nicht ganz gecheckt. Was macht er da mit seiner Hand? Oh mein Gott! Nettes Schwert, aber solange ich die Bewegungen deines Schwertes sehe, blockiere ich gegen deine Angriffe. Solange er die Handbewegung sieht. Was meint er damit? Hä? Ich check's nicht. Hä? Hallo? Ich check's nicht. Fei? Hallo? Du sollst mir sagen, wie ich ihn hier besiege. Du stehst Girahim gegenüber. Er nennt sich selbst Dunkelfürst. Bla bla bla. Er benutzt nur einen Teil seiner wahren Macht. Er scheint sehr überzeugt von seiner Stärke zu sein. Achte jedoch auf seine rechte Hand. Auf seine rechte Hand. Okay. Ah, ich verstehe. Ich soll also antäuschen. Aber wie täusche ich an? Okay, ich war zu langsam. Nein! Ich will doch nur antäuschen. Hä? Oh mein Gott. Ja. Vernicht ihn. Alter, ist der Kampf anstrengend. Und jetzt? Zweite Phase, oder was? Oh nee. Was geht jetzt für kranke Scheiße ab? Jetzt kann er sich porten? Hä, was muss ich machen? Ja. Ich lasse ihn einfach nicht angreifen. Oh oh, meine Energie. Ich muss etwas ausweichen. Hallo? Du blöder. Warte mal. Oh mein Gott. Scheiße. Nein, 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 nein. Du bist so ein mieser, fetter Quitschibo. Was soll ich denn machen? Er will mich dauernd anchargen. Nein, 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 nein. Lauf doch, lauf doch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ah. Oh. Das ist so anstrengend. Renn. Renn. Wo ist er? Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimm's doch. Das ist intensiver, als ich dachte. Hahaha. Nein, 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 nein. Ah.
Ich brauche Herzen. Nein! Oh mein Gott! Ja! Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbar gekämpft. Aber bilde dir nichts darauf ein, du solltest lieber deinem Schwert danken. Ich habe mich wohl zu lange mit dir abgegeben, ihre Präsenz schwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich, leb wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Was meint er mit ihre Präsenz schwindet? Oh, ein Herzcontainer. Was meint er mit ihrer Präsenz schwindet? Hallo? Ist hier noch jemand? Nee, sag nicht, dass es einfach nur rausgeht. Nein. Hier geht's raus, aber an einem anderen Ort. Was ist das? Oh Leute, das ist Quelle des Himmelsblicks. Das Triforce. Was soll ich machen? Ach so. Ich verstehe. Hi. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes, liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Hä? Was ist das? Ach, das ist so ein Kartenstein. Den muss ich bei der Götterstatue einsetzen. Was heißt das jetzt? Warum ist Zelda weggegangen und warum ist sie in diesen Tempel gegangen? Sie geht in mein Schwert und kommt gleich wieder raus. Geil. Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldin begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich empfehle dir, die Statue vor dem Tempel zu verwenden, um ins Wolkenmeer zurückzukehren. Nee, nicht der schon wieder. Ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Hey, ich bin's. Hast du deine Freunde schon gefunden? Nö. Dann würde ich aber sagen, was ist mit der Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und das nächste Mal werden wir die Steintafel einsetzen und vielleicht noch ein paar Quests machen und so und dann ins nächste Gebiet gehen. Also bleibt auf jeden Fall dran hier bei Zelda Skyward Sword. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.